GZSZ, Vorschau, Tobias findet stichhaltige Beweise gegen Nina und Carlos. Ist jetzt alles aus? Katrin hat bei W&L ein paar turbulente Wochen hinter sich und braucht dringend eine Auszeit. Nachdem ausgerechnet Freundin Nina gekündigt hat, liegt die Freundschaft auf Eis und auch beruflich könnte es ein Nachspiel geben. So hofft es zumindest die W&L-Geschäftsführerin. Nina hingegen bangte in ihrer dreimonatigen Freistellung um Konsequenzen. Umso größer ist nun die Erleichterung, dass die Frist abgelaufen ist und sie endlich ihre Unterschrift unter die gemeinsam mit Carlos gegründete Firma setzen kann. Aber ist die Gefahr wirklich gebannt? Gerade als Katrin und Tobias zu einem Kurzurlaub aufbrechen wollen, erwischt sie eine hartnäckige Erkältung. Sie bekommt von ihrem Mann Bettruhe verordnet, während Tobias selbst wieder die Arbeit im Büro aufnimmt. Als wäre es für Katrin nicht schon schlimm genug, sich zu Hause untätig zurückziehen und den Ausflug absagen zu müssen, verstärkt eine unschöne Begegnung mit dem siegessicheren Gespann Nina und Carlos ihre schlechte Laune.